nicht so weit. Nämlich, wir werden heute in diesem Video den neuen Zug stoppen. Und Leute, wir werden nicht nur einen Zug stoppen, sondern beide neuen Züge in Notruf Hamburg. Das heißt, hier auf dieser Strecke werden wir uns zuparken und dann wird der Zug kommen und mit alles auseinandernehmen. Und die Reaktion von den beiden neuen Zügen ist sehr interessant, denn beide Züge haben was an sich, was der alte Zug auf jeden Fall nicht hatte. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben, es wird sehr spannend und vergesst auf jeden Fall nicht, davor noch zu abonnieren, denn nur 90% aller Leute haben diesen Kanal nicht abonniert und nur 10% haben abonniert. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, das würde mich sehr freuen und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Dann würde ich sagen, gehen alle rauf aufs Gleis, let's go, schenken eure Autos ein und wir fahren los und fahren jetzt mal da rein. Denkt an, wir müssen alle im Auto bleiben. Sonst wird das nicht funktionieren. Wir müssen alle im Auto bleiben. Oh, der Traktor rollt sofort vor. Nur noch Vollzauber Handbremse rein. Oh, wir müssen zurück. Eins zurück, weil der Zug kommt da. Eins zurück, wir sind auf verkehrten Gleis. Einer zurück. Einmal weg da. Ich muss da hin. Da, wo der BMW ist. Herr BMW-Fahrer, machen wir mal ein bisschen Platz hier. Warte. Komme ich noch drauf irgendwie? Oh, komm, Zug. Oh mein Gott. Ja, okay, das war irgendwie gerade ein bisschen wack irgendwie, kein Plan warum. Okay, dann stellen wir uns hier auf das Gleis drauf. Dann stellen wir auf das hier drauf. Wir können uns auch noch auf dem Gleis noch ein bisschen verteilen, aber ich fahre mal kurz, weil ich das kann. Noch ein bisschen auf das Gleis drauf. Weil jetzt ja der nächste Zug hier drauf kommt. Ihr könnt auch, obwohl das ist keine Rauframpe, ne, die ist nur da. Ja, das ist doof. Nee, dann am besten noch ein bisschen verteilen. Die Autos auf die Gleise stellen, dafür haben wir eine IAC, dass der dann halt, wie gesagt, nachher Autos nochmal rausziehen kann. Das heißt, am besten auch auf die Gleise ein bisschen verteilen. Jetzt ist das Gleis hier als nächstes, wo ich drauf stehe. Das ist das nächste Gleis und wie gesagt, ihr müsst im Auto drin bleiben, weil sonst wird das nicht funktionieren. So, jetzt müsste... Oh, das sieht schon mal gut aus. Also das hier sieht ja nach einem sehr guten katastrophalen Haufen aus. Bin auch gespannt, was gleich kommt. Also wenn der Zug gleich kommt, das wird echt brutal. Also wenn der Zug gleich hier von hier kommt, oh mein Gott. Dann, was macht er denn da? Aber denkt daran, ihr müsst in euren Autos drin bleiben. Wenn ihr nicht in euren Autos drin seid, dann bringt das nichts. Es muss gleich safe gut fetzen, wenn der Zug gleich kommt. Oh, der Zug kommt! Alle einsteigen! Oh, wie das Zauber legt, holy. Alle einsteigen, der Zug kommt! Oh mein Gott, der kommt ja voll früh! Oh mein Gott! Der kommt ja voll früh! Oh mein Gott, jetzt wird's hektisch. Oh mein Gott. Und. Oh nein! Ja, kann man machen. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, also irgendwie, das scheppert nicht so beim letzten Mal. Beim letzten Mal hat das irgendwie mehr geknallt. Oder liegt das, weil der Zug zu klein ist oder so. Wir können mal gleich einen anderen Bahnübergang nochmal probieren. Aber es kommt mir vor, als wäre der Zug auf einer Art irgendwie zu klein. Und deswegen nimmt er nicht alles mit. Weil das testen wir. Wir gehen mal zum anderen Bahnübergang. Wir gehen mal zum Bahnübergang, der an der Esso-Tankstelle ganz hinten ist. Lass mal da hinfahren und mal gucken, ob der besser ist. Weil ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es doch ein bisschen am neuen Zug. Verteile auf dem vorderen Gleis hier, weil ich... Oh mein Gott, ich bin schon wieder fest. Denn hier wird gleich der Zug kommen, muss das ja schon funktionieren. So, der eine Medic muss mal noch kurz weg, der vor mir ist. Wenn ich auf das Gleis setzen kann. Oh, da kommt der Zug schon. Der Zug kommt. Oh mein Gott, ich muss aufs Gleis. Schnell. Hallo. Ich muss aufs Gleis. Oh Gott, das wird, glaube ich, nee, nichts. Das wird nichts mit mir, aber ich kann trotzdem gucken. Und. Ja, oh mein Gott. Ja, das war schon besser. Aber ich glaube, der Zug ist halt legit zu klein. Leute, ich glaube, der Zug ist halt legit zu klein. Der IC ist das Ding. Ich glaube, den müssen wir nutzen, weil der, glaube ich... Ich weiß nicht, das kommt mir vor, als wäre der irgendwie zu klein einfach. Aber bei den letzten... beim ersten Video hat es ein bisschen mehr gescheppert. Da stehen schon alle in Reihe und Glied. Also in das... Ich weiß bloß nicht, auf welcher Seite der Zug kommt. Das ist das Problem. Ich vermute mal, er kommt jetzt von dem Tunnel da. Das heißt, ihr müsst noch mal ein bisschen Platz machen, weil er mit seinem dicken Auto im Weg steht. Also der Medic mit seiner Karre hier muss noch mal ein bisschen wirklich mal Platz machen. Der steht da echt komplett bescheuert. So, ich stelle mich schon mal dafür ein bisschen hier aufs Gleis. Und dann wird jeder in sein Auto einsteigen und einmal, ja, dann so Richtung hier auf das Gleis packen. Dann ist jetzt noch mal richtig drauf hier. Hallo, ich will nur noch da drauf. Ich will doch nur da drauf. Bitte. Der Zug kommt, Leute. Der Zug kommt. Einmal aus dem Weg hier. Oh, der kommt wirklich von da. Auch noch schnell draufgestellt. Ich bin mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Mal gucken. Jetzt kommt er und. Wird's besser sein? Ja. Okay, das sah gut aus. Wir sind besser als beim alten. Also, das ist halt alt beim RE-Zug. Das heißt, die jetzt da auf dem Gleis sind, einfach draufbleiben, weil da wird es so als nächstes kommen. Wir müssen einfach wieder ein bisschen warten. Und mal hier auf die andere Gleisseite rüber, wenn das möglich ist. Alle jetzt auf dieses Gleis hier, am Zaun. Alle darauf verteilen. Wir brauchen die maximale Energie, die maximale Performance an Fahrzeugen. Deswegen verteilt euch hier auf das ganze Gleisbett. So, perfekt. Der Traktor steht schon mal gut darauf. So,
Er kann noch ein bisschen mehr zum Passat rüber. Kurz mit der Macht des Handys noch kurz rüberpacken. So, perfekt. Da steht er gut. Nein, stopp! Stopp, er macht das kaputt wieder. Er muss hier bleiben. Hier muss er stehen bleiben. Und alle Autos, die weißen Bugattis, Polizei aus, alle hierher holen. Alle auf das Gleis stehen. Wir brauchen so viele Autos wie nur möglich. Das heißt, macht euch alle nützlich und holt hier ganz viele Autos hin. Der Zug kommt, alle in die Autos. Oder was auch immer für Fahrzeuge habt. Alle in die Fahrzeuge. Oh, die werden gleich alle hier so sterben, ne? Das ist unglaublich. Wo kann man einen Traktor nicht rein? Egal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, oh mein Gott. Ja, das ist wesentlich besser hier. Holy. Das läuft wesentlich besser hier. Oh mein Gott. Oh, den einen hat er wirklich weggezogen da hinten. Ist ja voll weit weg. Oh mein Gott. Ist ja voll weit weggezogen. Oh mein Gott. Die G-Klasse hier muss auf die Schiene. Alle die G-Klasse auf das Schienenteil schubsen. Boah, das wäre mal geil in Notrufami, ganz ehrlich, wenn hier so zwei Züge auch gleichzeitig nebenbei fahren würden. Dann wäre das nochmal wesentlich satisfyingner. Dann wäre das nochmal wesentlich eine krassere Nummer. Genau, stopp, da passt es. Da passt's. So, die Busse stehen hier auch schon genial. Hier, der Medic-Wagen, der muss auch nochmal leiden drunter. Der kann auch nochmal hergerutscht werden. Oh, das ist Peter. Das Peter macht Meter. Jo, Peter, was geht, mach Meter. Oh, Alter. Alter. Oh mein Gott. Wo ist denn der Wagen hingeflogen und der Bus? Holy, wie viel war das gerade für TNT? Das war ja nicht mal viel. Oh mein Gott. Jetzt haben wir einen LKW hier. Genauso ist es auch, ja, Platz sparen, ne? Der Traktor hier, der Traktor, den müssen wir nochmal rüberschieben. Der muss auch noch auf das Gleis. Der Traktor darf auch nochmal leiden. Ja gut, also hier, die ganzen Autos, da sind hier alle drauf. Die ganzen anderen Autos müssen auf das Gleis hier drauf. Perfekt, der Bus steht. Oh, wir müssen auch noch was testen, ne? Wir müssen noch mal was testen. Ich habe gerade noch einen. Oh, er kommt schon! Ah, er kommt! Ah, da ist bei der andere Bus, sehe ich gerade. Lul. Ah, der Zug kommt. Ich will mein Traktor rein. Und. Oh. Alter. Wie das bei dem Bus da gerade geglitscht hat. Oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall mega, mega cool auf jeden Fall. Vielleicht hat irgendwas noch gefehlt, aber ich fand auf jeden Fall, hier der Zug auf der Strecke war wesentlich interessanter. Kein Plan, wo es liegt, ob es wirklich an der Größe liegt oder an der Hitbox. Das könnt ihr mal in den Kommentaren mal erklären oder sogar gesehen beschreiben oder irgendwelche Theorien aus dem Nichts halt herholen. Auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, auf jeden Fall werden wir das nochmal irgendwann neu machen mit noch anderen krassen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Only Bus, Only LKW. Oder was auch immer mir Dummes in den Kopf reinkommt. Gegebenenfalls, wenn ihr dumme Ideen habt, dann schreibt es auf jeden Fall in den Kommentar rein. Und ich würde sagen, wenn ihr hier Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr es von Notruf Hamburg auf meinem Kanal nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.